So, ich erzähle euch heute jetzt noch ein bisschen was zu unserem Premium-Bohrer, dem PG750X, Fliesenbohren mit dem Winkelschleifer. Und zwar soll dieser Bohrer machen 20 bis 50 Löcher. Ich muss aber auch sagen, wir als Gebietsleiter, wir haben die Technik mittlerweile schon perfektioniert, wir können auch weitaus mehr Löcher damit bohren. Ich zeige euch jetzt aber mal, wie wir in Feinsteinzeug, Ritzhärte 6 übrigens, bohren können. Als erstes werdet ihr dazu gleich die Schutzhaube verwenden, um einmal eine vernünftige Auflegefläche und einen 45 Grad Winkel für die Fliese zu erzeugen. Dann werden wir den Winkelschleifer einschalten und erst dann ins Material eintauchen. Alles andere wird dazu führen, dass wir sehr wahrscheinlich auf der Fliese hin und her malen. Das wollen wir nicht. Danach werde ich eine Technik anwenden, die noch ganz leicht an das Pendeln erinnert. Da der Winkelschleifer allerdings viel mehr, um genau zu sein, 4 bis 5 Mal so viel Umdrehungen wie der Akkuschrauber hat, womit ihr es eigentlich im Sanitärhandwerk häufig zu tun habt. Was auch unbedingt berücksichtigt werden sollte, ist, dass wir Druck auf die Fliese ausüben müssen. Wir müssen uns nicht mit dem gesamten Gewicht auf den Winkelschleifer legen. Wir sollten aber nichtsdestotrotz darauf achten, dass wir einen permanenten, während wir die Pendelbewegung machen, einen permanenten Druck auf die Fliese ausüben können, um so schnell wie möglich durch das Loch durchzukommen. Nochmal, Feinsteinzeug, Ritzhärte 6 an dieser Stelle. Die 20 bis 50 Bohrungen, die ich am Anfang angegeben habe, die schafft ihr mindestens in Feinsteinzeug, Ritzhärte 5. Ihr habt auch gesehen, bevor ich den Bohrer aufgestellt habe, habe ich eine Kerbe reingefräst. Wichtig ist auch, dass wir hier schon anfangen, Druck auf die Fliese auszuüben, damit die Kerbe einmal richtig oder damit die Kerbe zumindest eine gewisse Tiefe erreichen kann, damit wir den Bohrer dann auch so sicher aufstellen können, wie ich das gerade eben gezeigt habe.